Sonntagabend, also ich weiß nicht, ich hätte ja mal Lust, wieder eine tolle Frau kennenzulernen. Ach ja, ich kann ja mal schauen, was so bei Tinder geht. So, wen haben wir hier? Okay, 19 Jahre, ein bisschen jung. Da schreibt sie: Leute, die ihre Maske nicht über die Nase tragen, finden die Klitoris nicht. Humor hat sie auf jeden Fall, aber ich glaube, das passt auch nicht. Stay safe, Hamburg, bitte was? Nee. Und noch eine Maske. Die ist aber ganz hübsch, rote Haare. I like sound, silence, feminism. Eine Feministin. Ja, ich weiß nicht, also, ach komm. Vielleicht ist sie ja offen. Ich meine, wer ist denn heute nicht so ein bisschen Feministin? Auch wieder super hübsches Mädel, aber warum tragen die alle Maske? Und bitte, was macht die hier? Bitte? Oh nee, sorry. Wer stellt denn so ein Bild ein? Wer stellt so ein Bild ein? Ui, die ist aber süß. 25, okay, 357 Kilometer. Leider ein bisschen weit weg, aber ach komm, ich will schon mal nach rechts. So, hier Corona-Warn-App. Niedriges Risiko. Was da wohl im Text steht? Keine Treffen, solange sich dieses Land im Lockdown befindet. Solange wir täglich mehrere hundert Tote zu beklagen haben, solange Menschen auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Da bin ich raus, da bin ich raus. So, wen haben wir hier? Die sieht ja ganz gut aus. Mom to be, bitte, was, eine werdende Mutter? Wie soll das dann gehen? Dann sage ich ihr: Hey, wir kriegen ein Kind zusammen, aber ist es nicht von mir oder was? So, die hier, och, sieht auch ganz gut aus, aber na, ein bisschen freizügig. Man sieht die Nippel, schreibt sie so. Ach, hier noch ein Bild. Toxische Männer, die eine Therapie brauchen. Und ich, ja, du, das scheint zu passen. Ich suche verzweifelt nach einem Schwarm und brauche ein paar Tattoos. Ja, das passt. Hier auch wieder eine mit Maske. Oh Mann, und was schreibt die so? Vaccinated, ja, war klar. Naja, die hat wenigstens Humor. Ja, die schlank, blond, hübsch. Hamburg in Berlin. Naturverbunden, Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, ich meine. Ja, vielleicht ist sie offen dafür. Ich meine, sie sieht jetzt nicht so aus wie so eine Klimaaktivistin. Ach, kann man mal nach rechts wischen. Ein Beziehungsmensch und keine One-Night-Stands. Okay, und dann, warum stellt sie solche Bilder ein? Ein Tag in Hamburg, im 7. Monat schwanger und auf der Suche nach einem smarten, aufgeschlossenen Mann für einen aufregenden Abend. Wunderbar runde, aber straffe 55 Kilo, eigentlich vergeben und auf einem Business-Trip, um mal schnell dem Alltag zu entfliehen. Was sind das für Frauen? Was sind das für Frauen? Alter. So, die hier, ja, ganz hübsch, ein bisschen freizügig, was schreibt sie so? Ich lebe in einer offenen Beziehung. Boah, also gibt es auch konservative Frauen, die irgendwie nicht schwanger mit anderen Männern schlafen wollen und nicht irgendwie in einer offenen Beziehung sind? Die kann man doch mal treffen. Die sieht doch super süß und bodenständig aus. Ach komm, da wische ich mal nach rechts. Hallo, du bist Foxy. Das freut mich ja, dass das so spontan geklappt hat. Schön, dich zu sehen. Hi. Ja, warte. Ich bin sofort soweit. Also, für mich musst du die Maske nicht aufsetzen. Ja, du, ich merke die gar nicht mehr und ich fühle mich damit noch ein bisschen sicherer. Ich hätte sonst auch noch hier eine für dich. Ich habe immer so ein paar in Reserve dabei. Nee, nee, danke. Ich bin dagegen allergisch. Ja, Also, hi. hallo. Also wegen mir musst du die Maske echt nicht tragen, ne? Also ich habe mich schon total daran gewöhnt. Mir passiert das ständig, dass ich auch mit der Maske abends einschlafe. Ach so, okay. Und bist du auch schon geimpft? Ja, also ich wurde schon zweimal geimpft und ich war auch schon mit meinem Impfpass im Restaurant. Ist total gut. Ah, und gab's bei dir irgendwelche Nebenwirkungen? Nee, also nicht so richtig. Ich hatte eine Woche Fieber und Schüttelfrost. Man lag echt flach, aber ja, das zeigt ja nur, dass die Impfung wirkt und immerhin besser als Corona zu bekommen, ne? Ah. Also mit deiner Maske wird es da nicht zu warm drunter, so bei dem Wetter? Nee, überhaupt nicht. Und meine Lunge muss auch trainiert werden. Also ist alles gut. Ah, okay. Ja, erzähl doch mal, was machst du so? Also ich bin Klimaaktivistin und ich arbeite in einer feministischen NGO und wir setzen uns stark für Gleichberechtigung ein.
Und in der freien Zeit, die dann noch bleibt, arbeite ich jetzt seit neuestem im Impfzentrum. In einem Impfzentrum? Ja. Oh. Ja, und was machst du sonst so? Ja, ich bin YouTuber und Investor. Oh, bist du dann Kapitalist? Ja, sozusagen. Ich werde mich als Kapitalist bezeichnen. Aber Kapitalismus ist das, was unsere Welt zerstört. Ja, ich sehe das natürlich ganz anders. Kapitalismus verringert die Armut und schützt die Umwelt. Aha. Und was behandelst du sonst noch so für Themen auf deinem Kanal? Ja, natürlich gerade auch so viel so Corona-kritische Videos, auch impfkritische Videos. Bitte? Warum hast du es nicht mal eher gesagt? Ja, du hast ja nicht gefragt. Also Jens schien am Anfang echt vielversprechend. Ich meine, er ist eloquent, er sieht total gut aus und war charmant. Aber als er dann mit seinem Kapitalismus um die Ecke kam und gesagt hat, dass er Corona-Leugner ist und impfkritisch, nee, das ist nichts für mich. Also wenn eine von euch aus Norddeutschland kommt und Interesse daran hat, ihn kennenzulernen, dann meldet euch gerne bei ihm. Aber für mich geht das gar nicht. Ich muss jetzt erstmal nach Hause und mich testen lassen, nicht, dass ich mich noch angesteckt habe.